Erev Tov. Letzte Woche haben wir geredet über Tshuva, die Wichtigkeit in diesem Monat Elul Tshuva zu machen, vor Rosh Hashanah, ein ganzer Monat. Wir haben darüber geredet, dass der einzig mögliche Weg, wirklich Tshuva zu machen, ist, dass der Mensch Verantwortung für seine Taten nimmt. Nur er, und wirklich nur er, ist verantwortlich für das, was er tut, für die Situation, in der er sich befindet. Und deshalb kann auch nur er sich verbessern und Tshuva tun. Und das, wenn man es auf andere schiebt, wird es immer irgendeinen Prozentsatz geben, nicht ermöglicht, Tshuva zu machen, weil er sagt, ein anderer ist schuld. Aber indem er völlige Verantwortung für seine Taten nimmt, er weiß, dass die Tshuva nur von ihm abhängt. Heute wollen wir reden, wir wollen ein bisschen detaillierter reingehen in die Tshuva. Wir wollen reden über die fünf Wege der Tshuva. Es gibt fünf Wege, fünf Pfade sozusagen von der Tshuva. Und alle diese fünf Pfade werden mit dem Wort Tshuva gedeutet. Das Wort Tshuva ist ein hebräisches Wort, besteht aus fünf Buchstaben. Taf, Shin, Vav, Vet, Hey, Tshuva. Hier haben wir es auch stehen. Ja, stehen. Wir sind näher zur Kamera. Von oben nach unten, Tshuva. Auch du, Chesi, kannst du sehen. Fünf Buchstaben von Tshuva. Das sind die fünf Buchstaben von Tshuva. Alle diese fünf Buchstaben sind je ein Pfad, wie wir Tshuva machen. So, und alle sind fünf, alle sind, das ist ein Akronym, sind Anfangsbuchstaben. Tshuva kann man nehmen als fünf Anfangsbuchstaben von fünf Versen aus der Torah, aus den Schriften. Und jedes dieser Verse ist ein Pfad der Tshuva. Schauen wir uns den ersten Vers an. Das Taf, das erste Buchstabe von Tshuva, Taf, ist der Vers, der im Buch Bereshit steht, Tamim tihye im Hashem Elokecha. Tamim tihye im Hashem Elokecha bedeutet auf Deutsch, sei ehrlich mit dem Ewigen deinem Gott. Tamim. Ehrlich sei, vielleicht doch übersetzt als naiv, als blinder Glaube zu Gott. Diesen Vers hat Gott gesagt zu Avraham Avinu, unserem Vater Avraham Avinu. Gott hat ihm gesagt, sei ehrlich mit mir. Das ist der wichtigste Schritt für die Tshuva. Dass der Mensch mit Gott ehrlich ist. Dass der Mensch ehrlich seine Fehler zugibt und nicht immer versucht, sich auszureden. Nicht immer versucht zu sagen, nicht so schlimm, das passt schon, Gott wird mir vergeben, mein Freund wird mir vergeben, meine Frau wird mir vergeben, ich bin eben so, wie ich bin. Tamim tihye im Hashem Elokecha, sei aufrichtig mit Gott. Wenn es geht um Torah und Mitzvot, musst du aufrichtig sein, musst du ehrlich sein, musst du blind vertrauen. So wie es steht, so ist es. Und wenn die Torah sagt, das ist nicht okay, dann versuche nicht, das schön zu reden. Es ist eh okay. Es gibt bezüglich der Sünde, die ein Mensch sündigt, Chet. Es gibt vier Levels, wie der Mensch mit seiner Sünde umgeht. Das erste Level ist, dass von niedrigsten bis zum oberen, bis er zur echten Erkenntnis kommt. Der Mensch sagt, ich habe gesündigt, aber in Wirklichkeit habe ich nicht gesündigt, weil es gibt Leute, die sündigen viel mehr als ich. Und meine Sünde ist im Vergleich zu denen, die unter mir sind, meine Sünde ist überhaupt nichts, ist etwas Gutes. Ja? Ein Mensch denkt über seine Sünden nach und dann kommt ihm der Gedanke, aber ich bin eigentlich ein sehr guter Mensch im Vergleich zu den Mördern, den Verbrechern, und so weiter. Ich bin ein guter Mensch, was will Gott von mir? Das ist der erste Schritt, der Mensch, der Konfrontation mit seiner Sünde. Nicht ehrlich. Zweiter Schritt ist, der Mensch sagt, ich habe gesündigt, aber ich habe nicht wirklich gesündigt. Denn es ist nicht eine echte Sünde. Nicht wegen anderen Leuten. Weil eigentlich ist es nicht so schlimm.
und eigentlich unter gewissen Umständen ist es erlaubt. Und eigentlich hat Gott nicht mich gemeint mit diesem Verbot oder mit diesem Gebot, weil das, meine Situation ist so eine besondere Situation und ist so eine Ausnahmesituation, sicher hat Gott mich nicht, sicher wurde ich nicht angesprochen, war dieses Gebot nicht für mich oder diese Mitzwa nicht für mich. Also ich habe gesündigt, aber eigentlich habe ich gar nicht gesündigt, weil ich rede es mir schön ein. Auch nicht ehrlich. Drittens, der Mensch gibt zu, ich habe gesündigt. Und ich werde weiterhin sündigen, so ist es nun mal. Er gesteht sich seine Fehler ein. Aber er sagt, ich habe keine andere Wahl. Ich bin nun mal ein Mensch. Ich habe böse Triebe. Ich habe nun mal, ja, wieder alle Ausreden. Alle anderen sind schuld. Und deshalb bin ich so, wie ich bin. Aber ich gebe zu, dass ich gesündigt habe. Das ist auch nicht ehrlich. Denn entscheide dich. Wenn du sagst, dass du gesündigt hast, dann hast du Verantwortung für diese deine Taten. Wenn du es auf andere schiebst, also bist du jetzt gar, hast du es nicht gesündigt. Das ist auch nicht ehrlich. Er sagt zwar, er hat gesündigt, aber schiebt es auf die anderen. Und das vierte Level ist, dass der Mensch zugibt, ich habe gesündigt und ich weiß, es ist meine Schuld gewesen und ich werde aufhören zu sündigen. Ohne Ausreden. Ich werde aufhören zu sündigen. Ja? Das bedeutet, Tamim Tiyem Hashem Elokecha. Geh mit Gott, sei mit ihm ehrlich. So, der berühmteste Jude, der ehrlich war mit Gott, Tamim, das war eben Avraham Avinu. Denn Avraham Avinu, Gott hat ihm 10 Prüfungen gestellt. 10 Prüfungen, nicht um herauszufinden, Gott weiß sowieso alles. Aber Gott hat ihm 10 Prüfungen gestellt, denn Gott wollte Avraham, wollte uns beibringen, was bedeutet es, mit Gott ehrlich zu sein? Was bedeutet es, naiv, blind Gott zu vertrauen? Ja? Eine Prüfung war schwieriger als die andere. Nicht eine Prüfung. Uns stellt Gott eine halbe Prüfung, wir beschweren uns. Gott, warum prüfst du mich? Warum ist es so schwer? Warum, warum, warum? Ja, wir haben ein kleines Hindernis im Leben. Wir haben irgendeine schwierige Situation. Wir wollen eine Mitzwa machen und schaffen es nicht. Oder man fordert von uns, mach eine Mitzwa. Und wir sagen aber, es ist 1, 2, 3, das ist zu schwer und so weiter. Gott hat Avraham 10 Prüfungen gestellt und 10 harte Prüfungen. Die allererste Prüfung war, dass Avraham für Gott gesprungen ist ins Feuer, um den Glauben an Gott nicht abzuleugnen. Irrsinn! Ein anderer würde sagen, Avraham, du bist verrückt, du bist fanatisch. Du bist bereit, für einen Gott, den du niemals gesehen hast, ins Feuer zu springen. Aber Avraham hat in Gott geglaubt. Das war ein reiner Glaube, ohne obergescheit zu sein. Dann, wenn es einfach ist, glaubt er daran, und wenn es zu schwer ist, dann stellt er seinen Glauben in Frage. Nein, Avraham, er hat geglaubt bis zum Ende. Und die letzte Prüfung war, seinen eigenen Sohn zu opfern. Yitzhak, sein Sohn, nicht nur sein physischer Sohn, sondern auch sein einziger spiritueller Nachfolger, der den Glauben an einen Gott auf der Welt weit verbreiten würde. Auch das war er bereit für Gott zu tun, ihn zu opfern, nur weil Gott es gesagt hat. Also das bedeutet, sei ehrlich, hinterfrage Gott nicht, hinterfrage seine Wege nicht. Das, was Gott tut, sicher, er weiß, was er tut, er hat seinen Grund dafür. Das bedeutet, sei mit Gott tamim, ehrlich. Und das ist der erste Schritt der Tshuva. Dass der Mensch in die Wege Gottes vertraut. Ja, ganz. Wir befinden uns im Monat Elul und wir alle machen Tshuva. Warum machen wir Tshuva? Alle werden sagen, es ist bald Rosh Hashanah, Tag des Gerichts. Wir wollen haben ein gutes Urteil. Aber das darf nicht der wahre Grund sein. Der wahre Grund ist, weil wir mit Gott tamim sind. Wir müssen mit Gott ehrlich sein, aufrichtig sein. Wir machen Tshuva, weil es das Richtige ist. Nicht, weil wir uns irgendetwas dafür erwarten. Das ist ja kein Business. Der Mensch macht nicht mit Wort, um dafür etwas zu bekommen. Nein, es geht hier um Ehrlichkeit, es geht hier um Aufrichtigkeit, es geht hier, weil es das Richtige ist. Der Mensch muss das Richtige tun, auch wenn er dafür nichts bekommt, sogar wenn er dafür leidet und sogar dafür etwas hergeben muss und opfern muss, er muss es tun, weil es ist das Richtige. Das bedeutet Zmimut. Also Tshuva bedeutet, ich mache Tshuva nicht, weil ich keine Strafe kriegen möchte für meine Sünden, nicht, weil ich ein gutes Ja bekommen möchte. Beides stimmt, weil Gott ist mit uns gnädig. Aber ich mache Tshuva, weil ich mich entschieden habe,
den richtigen Weg im Leben einzuschlagen. Deshalb mache ich Tshuva. Und so sollte es sein. Es gibt Menschen, die haben es leichter. Es gibt Menschen, die haben es damit schwieriger. Es gibt Menschen, die hinterfragen immer alles und sind sehr skeptisch. Diese Dinge sind schön und gut, bis es zu Gott kommt. In dem Moment, wo du mit Gott zu tun hast, kannst du nicht skeptisch sein. Du kannst nicht hinterfragen, denn wer bist du? Wer bist du und was bist du, dass du die Wege Gottes verstehst und dass du weißt, warum Dinge passiert sind? Wissen wir nicht. Wir sind viel zu klein, um so hochmütig zu sein, Gottes Wege in Frage zu stellen. Das ähnelt einem kleinen Kind, das die Taten seiner Eltern in Frage stellt. Was werden die Eltern sagen? Du bist ein Kind, du verstehst nicht. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Und wir Gott gegenüber sind immer kleine Kinder, wir sind sogar Babys. Wir verstehen nicht und werden nicht verstehen. Ja, wenn der Maschiach kommt, werden wir Dinge verstehen. Aber bis dahin, wir müssen sein mit Gott Tamim Tehem Hashem Elokecha. Das ist das Taf. Zweiter Buchstabe ist das Shin, ja? Tshuva, Shin. Was ist das Shin? Das ist der zweite Pfad der Tshuva. Und zwar, Shin steht für den Vers Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Shin steht für den Vers Ich habe Gott stets vor Augen. Was heißt dieser Vers? Dieser Vers bedeutet, dass der Mensch sich immer bewusst sein muss, Gott ist überall. Gott sieht mich, Gott hört mich. Wie ein Mensch, der mich ständig begleitet, aber mehr als das. Gott weiß auch, was ich fühle. Und Gott weiß auch, was ich denke. Das können Menschen nicht außerhalb von uns. Gott ist überall, Gott sieht mich. Das ist einerseits natürlich sehr ermutigend. Ich weiß, Gott ist überall. Das heißt, ich kann überall zu Gott beten. Ich kann überall, wo ich bin, ich kann mit Gott reden. Gott kann mich hören. Aber das heißt doch viel Verantwortung. Denn wenn Gott überall ist und mich überall sieht und alles weiß, er kennt mich und er weiß, wer, was, wo. Das heißt, ich kann mich vor Gott auch nicht verstecken. Wenn ich Unsinn machen möchte, ich kann es nicht tun, weil Gott ist überall. Das bedeutet, die Shiviti Hashem und Negditamit. Das sind zwei Seiten der Münze. Gott ist überall, das ist eine große Freude. Und eine große Ermutigung, eine große Erleichterung, denn ich bin niemals allein. Das ist sehr wichtig heutzutage. Heute die Menschen sind zwar überall virtuell, aber in Wirklichkeit sind sie sehr einsam. Und uns bringt die Tora bei, dass Gott überall ist. Und Gott überall mit uns ist. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht. Wir können ihn nicht spüren, wenn wir feinfühlig sind. Aber Gott ist überall. Aber es heißt auch, dass wir nicht tun können, was wir wollen. Denn Gott ist überall. Gott sieht uns überall. Und so wie wir uns schämen, vor einem Menschen etwas zu tun, das nicht schön ist, das ist unangenehm. Das ist nicht wegen Strafe oder so. Er straft uns nicht, aber wir fühlen uns schlecht dabei, weil es ist unangenehm. Wir schämen uns. Auch Gott ist überall. Das heißt, Shiviti Hashem Lenegditamid. Ich habe Gott stets vor Augen. Wenn man sich diesen Spruch zu Herzen nimmt, wird man viel weniger Fehler machen. Nicht nur, wenn andere Menschen dabei sind, auch wenn man alleine ist zu Hause. Wenn ich mir bewusst bin, Gott ist überall, werde ich mich anders verhalten. Von hier auch resultieren alle Zniut-Vorschriften. Auch für Mann, für die Frau und für den Mann. Ja, wenn Gott überall ist, das heißt, ich muss mich vor ihm schämen. Das heißt, ich kann nicht nackt zu Hause herumlaufen. Leute sehen mich nicht, aber ich kann trotzdem nicht nackt herumlaufen zu Hause. Weil Gott sieht mich. Gott ist überall. Gott weiß, Gott sieht mich immer nackt, wenn er möchte, weil nichts kann vor Gott etwas verdecken. Das ist schon richtig. Das ist deshalb, wenn wir duschen, sind wir nun mal nackt, weil wir können nur duschen, wenn wir keine Kleider haben. Aber Gott möchte uns hier nicht erziehen. Gott möchte uns erziehen. Wisst ihr, ich bin überall, du musst dich vor mir schämen. Und deshalb an Plätzen, wo man nicht unbedingt nackt sein muss, zieh dich an. Du bist niemals allein, ich bin immer mit dir. Deshalb musst du dich schämen von mir, musst du Respekt haben von mir. Und das soll den Menschen erziehen, das soll den Glauben, dass Gott überall ist, auch in die Tat umsetzen. Er soll diesen Glauben auch leben. Das ist auch der Grund für die Kippa. Warum tragen Männer eine Kippa? Aus Respekt vor Gott. Weil Gott überall ist, bedecken wir unser Haupt.
Es ist ein Entgegenwirken des natürlichen Hochmuts, den der Mensch hat. Ich bin alles und ich kann alles. Das hängt von mir ab. Sagte drauf, verdeck dein Haupt. Das ist ein Akt der Demut. Du hast wie ein Joch auf deinem Kopf. Gott ist überall. Verdecke dein Haupt. Schäm dich ein bisschen vor Gott. Das ist auch die Kippa. Und das ist die erste Alachem Shulchan Aruch. Die allererste Regel im jüdischen Gesetzeskodex. Damit beginnt man das wichtigste Buch, das wichtigste praktische Buch im Judentum. Das ist dieser Spruch, Schwitter Schellen im Vitamid. Ich habe Gott stets vor Augen. Denn wenn der Mensch das sich zu Herzen nimmt, er wird anders leben, wird ein anderer Mensch sein. Er wird anders beten, weil er weiß, Gott kennt meine Gedanken, also ich muss mich im Gebet konzentrieren. Er wird anders sprechen, sogar wenn er alleine ist, wird er nicht Dinge sagen, wenn er mit sich selbst spricht. Nicht Dinge sehen, nicht Dinge hören, weil er weiß, Gott ist ständig mit ihm. Manchmal, wenn zwei Leute miteinander sprechen möchten, lästern über einen Dritten, das ist zwar ein Verbot, das ist schon rar, man darf es nicht. Weil man ist manchmal nicht stark genug, das einzuhalten. Man möchte mit einem anderen über einen anderen reden, über ihn lästern. Und wenn man sich erinnert, aber Gott hört mich jetzt auch. Gott hört mir zu, Gott ist hier und hört mir zu. Nur vor meinem Freund schäme ich mich nicht. Und über den ich rede, der weiß das gar nicht. Aber vor Gott muss ich mich schämen. Und sofort der Mensch, er hat Kraft, sich zurückzuhalten. Weil er weiß, dass Gott überall ist. Ein irrsinnig wichtiger Spruch. Vor allem, wenn wir im Monat Elul sind und Tshuva machen wollen. Der dritte Buchstabe ist Wav. Tshu, ja? Das Wav ist hier ein Kubutz, also wird als U gelesen, aber es ist ein Wav. Wett, ein Waf, Entschuldigung, für was steht dieses Waf? Es steht für den Ausspruch, Ve'ahavta le're'acha kamocha. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nächsten lieben. Mit dem anderen Menschen wollte dich sein, ihm helfen, ein Gefühl der Zuneigung zu ihm haben, ihn respektieren, ihn würdigen, ihn lieben, das drückt dich aus, wie ich mit ihm rede, wie ich mich zu ihm benehme, was ich über ihn denke, welche Gefühle ich über ihn habe. Das ist Nächstenliebe. Warum ist das so wichtig? Wir reden über Tshuva zwischen mir und Gott. Was hat das mit dem Nächsten zu tun? Zwei Sachen. Erstens, Tshuva bedeutet auch mit dem Mitmenschen. Denn wir wissen, Gott vergibt uns unsere Sünden zwischen ihm und uns. Aber was wir kaputt gemacht haben mit unserem Nächsten, das müssen wir mit ihm regeln. Wir müssen mit dem unseren Menschen klarkommen. Wir müssen uns entschuldigen, wenn es sein muss. Oder wir müssen ihn darauf ansprechen, wenn er uns beleidigt hat, damit er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Vielleicht ist er sich dessen gar nicht bewusst. Wenn wir wüssten, wie viel Hass wir uns sparen könnten, wenn wir mit den Menschen nur reden würden, über das, was uns stört, über das, was sie uns angetan haben. Oft die Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Heute, du siehst deine Menschen gar nicht mehr, du kannst ihm irgendetwas schreiben und er hat das sehr beleidigend aufgenommen und du hast nicht mal seinen Gesichtsausdruck gesehen. Also du weißt gar nicht, dass du ihn beleidigt hast, weil du ihm etwas geschrieben hast und er hat das komisch aufgenommen und er redet seitdem nicht mit ihm. Du weißt nicht, was los ist. So, wenn er ein Mann ist, dann muss er dich darauf ansprechen. Schau, du hast mir so und so gemacht, deshalb bin ich auf dich sauer. Und dann, wenn man darüber redet, stellt sich heraus, dass er das gar nicht so gemeint hat. Und er hat das missverstanden. Und dann ist man wieder gut zueinander. Na? Das, im Monat Elul muss man ja auch gerade wegen seiner zwischenmenschlichen Beziehungen. Deshalb ist das so wichtig. Ahavat Israel ist ein großer Bestandteil für die Tshuva. Weil Tshuva bedeutet auch mit den Mitmenschen klarkommen und die Dinge glätten. Aber es ist viel mehr als das. Auch zwischen uns und Gott brauchen wir Ahavat Israel. Aus zwei Gründen. Erstens, Gott sieht uns zwar als Individuen, aber Gott sieht uns auch als ganzes Volk. Und da wir ein ganzes Volk sind, wir sind etwas Einheitliches, möchte Gott, dass wir unter uns in Frieden leben. Und dann wird er unsere Tshuva mehr akzeptieren, wird unsere Gebete mehr akzeptieren. Wir sehen, wenn wir beten im Minyan, hat das mehr Kraft, als wenn wir alleine beten. Warum? Jeder kann es für sich beten, aber Gott möchte die Gemeinschaftlichkeit. Er möchte, dass wir zusammen sind. Das ist wie ein Vater, der möchte, dass alle seine Kinder in Frieden leben. Und nicht nur, dass ein Vater verabscheut es, wenn seine Kinder zerstritten sind.
das größte Wohl, das man Eltern machen kann, ist, wenn sie wissen, dass die Kinder in Frieden miteinander leben. Denn am Schluss, dass alle sind ihre Kinder und sie lieben alle gleich. Und wenn einer dem anderen zerstritten ist, das tut ihnen das weh. Und dann, wenn auch einer der Söhne zu den Eltern kommt und sie besucht, sie werden ihn dafür tadeln. Warum hast du deinen anderen Bruder, warum hast du mit deinem anderen Bruder gestritten? Das tut uns weh. Geh nach Hause, versöhn dich mit ihm und kommt zusammen. So ist das auch mitkommen. Gott möchte, dass wir als Volk in Frieden leben, dass wir in Einheit leben. Und deshalb, wenn wir möchten, dass unsere Tshuva, unsere individuelle Tshuva, gut ankommt, dann müssen wir uns mit den anderen vertragen. Das ist erster Grund. Der zweite Grund ist, in Wirklichkeit, woher weiß ein Mensch, ob er den richtigen Weg geht? Ob seine Mitzvot, seine Torah, seine Gebete, ob sie überhaupt am richtigen Platz ankommen? Ob sie das bewegen, was sie bewirken sollen? Wo weiß ein Mensch, dass er sich Gott nähert? Nicht von Gott weit entfernt ist? Die Antwort ist, der Mensch weiß das, wenn er weiß, dass er spiritueller geworden ist. Dass er es geschafft hat, sich von der Materie abzuheben, sich von den körperlichen Begierden abzuheben. Denn Gott ist zwar alles, aber nichtsdestotrotz, wenn wir über Gott reden, reden wir vor allem etwas Physisches, weil Gott hat ja keinen physischen Körper. Wir reden hier etwas über etwas Spirituelles. Das heißt, wenn ich Gott näher kommen möchte, muss ich mich auch der Spiritualität nähern. Ich muss mich meiner Spiritualität nähern. Das heißt, ich muss meine Seele vor meinem Körper stellen. Und das sollen die Mitzvot bewirken. Die Mitzvot sind ja spirituelle Sachen. Also sie handeln ja mehr. Ja, natürlich sind doch physische Sachen, aber es ist ein physischer Gegenstand, wo etwas Spirituelles drinsteckt. Und indem wir die Mitzvot machen, binden wir uns an Gott. Aber woher weiß der Mensch, ob das wirklich funktioniert? Woher weiß der Mensch, ob die Mitzvot auf ihn einwirken und er wirklich spirituell wird dadurch? Das, weil der Maßstab dafür ist Ahavat Israel. Das ist die Nächstenliebe. Der Maßstab dafür, ob du durch deine Mitzvot, durch deine Tshuva spiritueller wirst und dadurch Gott näher kommst, ist, in wie liebst du deinen Nächsten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wann kann ein Mensch seinen Nächsten wirklich lieben? Er kann ihn nur dann lieben, wenn für ihn nicht die Hauptsache der Körper ist, sondern die Seele, das Spirituelle. Denn solange für den Menschen der Körper, sein Körper, die Hauptsache ist, werden immer die Körper zwischen dir und dem Nächsten eine Trennung sein. Weil wir haben verschiedene Körper. Immer wenn mein Körper die Hauptsache ist, werde ich immer zuerst an mich denken, an meine Begierden denken, an mein Interesse denken. Und dann kann ich den anderen nicht so lieben, wie ich mich selbst liebe. Ich liebe mich zuerst. Ich liebe meinen Körper zuerst. Und den anderen, er ist zweite Stelle. Und vielleicht werde ich ihn sogar hassen, weil er für mich eine Gefahr darstellt, weil er mir das Materielle wegnimmt, weil Materie ist begrenzt. Entweder ich habe es oder er hat es. Aber wenn ein Mensch es geschafft hat, seine Seele über den Körper zu stellen, wenn ein Mensch es geschafft hat, spiritueller zu werden, dann sieht er nicht mehr den Körper im Vordergrund, sondern die Seele. Und wenn ich meine Seele lebe, dann werde ich auch bei dem anderen seine Seele erkennen. Und wenn ich die Seele des anderen erkenne und der Körper mich nicht mehr stört, dann werde ich ihn lieben. Denn ich sehe, dass er und ich sind in der Seele dasselbe, wir sind Geschwister. Und ich sehe auch, dass er und ich, da wir eine seelische Bindung haben, das Materielle wird zwischen uns nicht mehr trennen. Denn in spirituellen Dingen gibt es keine Grenze. Und deshalb, wenn ich etwas Spirituelles habe, kann es der andere auch haben, von uns beiden. Und mir fehlt deswegen nichts. Es ist wie eine Flamme, von der ich zigtausend andere Flammen entzünden kann und trotzdem die eigentliche Flamme bleibt bestehen. Von ihr fehlt nichts. Und das heißt, ein Mensch, der wissen möchte, ob wirklich seine Mitzvot ihn spirituell gemacht haben, der Maßstab dafür ist die Nächstenliebe. Wenn ich einen anderen Menschen leben, lieben kann wie mich selbst, das heißt, dass ich meine Seele lebe und dass ich auch seine Seele, dass ich ihn sehe, nicht als Körper und dann trennen, sind wir getrennt voneinander, sondern ich sehe ihn als seine Seele, ich sehe ihn als meinen seelischen Bruder,
Und dann weiß ich, dass auch meine Tshuva, meine Annäherung zu Gott erfolgreich war. Und deshalb ist die Nächstenliebe so ein wichtiger Faktor bei der Tshuva. Der nächste Buchstabe ist das Bet, das Bet. Tshuva, ja? Nach dem Waf kommt ein Bet. Für was steht dieses Bet? Dieses Bet steht für den Vers Bechol derachecha tadeu. Bechol derachecha tadeu. Daeu. Bechol derachecha daeu. Was heißt dieser Vers? Dieser Vers bedeutet, in all deinen Wegen erkenne Gott. In all dem, was du tust, musst du Gott erkennen. Was will man uns damit sagen? Wir sind jetzt gewohnt zu denken, es gibt Gott und mein und die Religion und es gibt mein Privatleben. Was ist mein Privatleben? Ich esse, ich trinke, ich schlafe, ich arbeite. Ich habe schon gebetet in der Früh und am Abend. Jetzt komme ich nach Hause, ich habe mein Privatleben. Ein, zwei Stunden bin ich zu Hause. Mein Privatleben hat mit Gott nichts zu tun. Ich bin in der Arbeit, ich habe mit Business zu tun. Das hat nichts zu tun mit Spiritualität. Spiritualität ist in der Synagoge. Oder wenn ich Torah lerne, mit Mitzvah mache. Jetzt habe ich zu tun mit Profanem. Das ist mein profanes Leben, hat nichts zu tun mit Gott. Sagt man dir, Bechol derachecha da'ehu, in all deinen Wegen musst du Gott erkennen. Gott befindet sich nicht nur in der Synagoge. Gott befindet sich nicht nur am Shabbat, nicht nur in den Tfilin, nicht nur wenn du Torah lernst, nicht nur im Gebet. Gott befindet sich auch in deinen profanen Dingen. Und deshalb, alles was du tust, musst du nicht nur tun im Einklang der Torah-Gesetze, denn da sich Gott befindet auch im Alltag. Es ist interessant, wir sehen, das Judentum ist ja sehr, sehr praktisch. Es geht in die kleinsten Details in unserem Alltag, profanen Alltag und hat Regeln für alles. Die Torah nennt sich ja Torah Chaim, die Torah für das Leben. Und das Leben ist ja nicht nur in der Synagoge, wir leben die meiste Zeit ein profanes Leben. Und da die Torah. Und warum ist das so? Weil Gott wirklich überall ist. Und Gott ist nicht in der Synagoge. Gott ist auch in unserem Alltag. Und deshalb will Gott von uns auch in unserem Alltag, dass wir uns verhalten anhand seinen Regeln. Deshalb gibt es so viele praktische Halachot. Weil Gott überall ist, deshalb möchte Gott. Gott sagt nicht, erfülle meinen Willen in der Synagoge und draußen mach, was du möchtest. Nein, Gott ist überall. Aber abgesehen davon, dass wir uns an die Torah-Regeln halten müssen, überall, wo wir sind. Abgesehen davon will man uns hier noch etwas sagen, dass Gott ist überall und deshalb alles, was du tust, sollst du für Gott tun. Das bedeutet, wenn ich etwas esse, sage ich darauf eine Bracha, ich achte darauf, dass es koscher ist, aber nichtsdestotrotz, ich esse es nur immer für mich, für meine Begierde, wenn ich Lust habe und so weiter. Ich halte mich an die Gesetze Gottes ein, das ist wie ich kaufe etwas und zahle dafür. Aber dann gehört es mir. Und ich weiß, dass ich dafür zahlen muss. Aber die Torah möchte mehr. Die Torah sagt, nein. Das, was du machst, du isst, das ist nicht deine Sache. Du zahlst nicht nur dafür und es gehört nur dir. Sondern du sollst es auch für mich machen. Du sollst es auch für meinen Namen machen. Nennt man auf Hebräisch, Lashem Shemayim. Du sollst es für mich tun. Ein Jude, wenn er etwas isst, er soll essen für Gott. Was heißt das? Er isst, um Kraft zu haben, Gott besser zu dienen. Wenn er arbeitet wozu? Damit er Geld hat, um sich ein Leben zu leisten, weil er ist hier auf dieser Welt, um Gott zu dienen. Um seine Kinder in die jüdische Schule zu schicken, um einzukaufen, koscher, was normalerweise teurer ist, um Tzedakah zu geben, auch eine Mitzwa. Heißt, wir essen, wir trinken, wir schlafen, um in der Früh Kraft zu haben. Wozu? Wofür leben wir? Darum geht es. Wir können nicht trennen unsere Religion von unserem Privatleben. Wir haben nicht ein Leben für uns. Unser Leben ist es, Gott zu dienen. So steht in den Sprüchen der Väter geschrieben. Lo nivreti ela leshem eshet koni. Ich wurde doch nur erschaffen, um Gott zu dienen. Es ist nicht so, dass Gott mich erschaffen hat. Dann hat er sich ausgedacht, okay, jetzt bist du schon hier. Jetzt erfülle auch meinen Willen. Investiere für meine Mitzvot ein paar Stunden im Laufe des Tages. Nein, so war das nicht. Gott hat dich im Vorhinein erschaffen, um ihm zu dienen. Und deshalb dein ganzes Leben dienst du Gott. Du dienst Gott, offenkundig, wenn du die Mitzvot erfüllst, betest. Aber du dienst auch Gott in deinem profanen Leben,
wenn du isst und trinkst und arbeitest, denn das alles tust du ja auch für ihn. Und der Mensch muss sich dessen bewusst sein. Der Mensch muss sich dessen bewusst sein, das ist nicht, das ist nicht automatisch. Denn wir haben die Neigung, diese Dinge voneinander zu trennen. Wir dienen, wir haben zu tun mit Gott und wir haben unser Privatleben. Der Mensch muss sich dessen bewusst sein, dass seine ganze Existenz ist da, um den göttlichen Willen zu erfüllen. Und dann der Mensch wird anders essen. Er wird nicht essen für seine Begierde. Er wird essen, um Gott zu dienen. Dann wird er bewusster essen. Dann wird er gesünder essen. Dann wird er weniger essen. Weil er weiß, er braucht das jetzt nicht, um Gott zu dienen. Anhand dessen auch der Mensch wird anders arbeiten. Er wird vielleicht weniger arbeiten, dass er mehr Zeit hat, Torah zu lernen, das Wort zu machen. Er weiß, das ist die Hauptsache, dafür ist er gekommen. Und die Arbeit ist ja nur Mittel zum Zweck. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Heißt, es verändert das Leben des Menschen, wenn er weiß, er ist hier, um Gott zu dienen. Und all das, was er tut, hat seinen Fokus darin, Gott zu dienen. Dann schaut seine Arbeit anders aus und sein Essen schaut anders aus. Und sogar sein Schlaf schaut anders aus. Was ist der letzte Buchstabe? Der letzte Buchstabe ist das Hey. Hey, Tshuva, das Hey, was bedeutet Hey? Hey ist der Anfangsbuchstabe von dem Vers. Hatzne lechet im Hashem Elokecha. Hatzne lechet im Hashem Elokecha. Was heißt das? Was heißt Hatzne lechet im Hashem Elokecha? Du sollst bescheiden in den Wegen Gottes gehen. Was will man uns damit sagen? Wenn der Mensch mit Gott zu tun hat, dann muss bescheiden sein. Dinge, die mit Zwot, die er tut, dafür muss er machen in Bescheidenheit. Es ist interessant, wir alle wissen, dass ein Mensch hochmütig sein kann, wenn er reich ist. Er sagt, ich bin reich und so weiter. Aber der Mensch kann auch hochmütig werden, wenn er Torah lernt. Der Mensch kann sagen, ich habe viel Torah gelernt, ich bin super gescheit. Und die Torah, das Heilige, macht ihn hochmütig. Ein Mensch kann hochmütig werden, wenn er viel Tzedakah gibt. Ich bin ein guter Mensch, ich helfe, ich gebe viel Tzedakah. Das bringt ihn zu Hochmut. Das heißt, auch wenn der Mensch alle Mitzvot erfüllt, es kann ihn führen zu Hochmut. Und das ist schlecht. Weil Hochmut ist schlecht. Hochmut ist eine schlechte Eigenschaft. Sagt der Torah, wenn du mit Gott zu tun hast, musst du bescheiden sein. Manchmal, wenn du mit Menschen zu tun hast, musst du dich hochmütig zeigen, damit sie dich respektieren und dir diesen Respekt geben, den du verdienst, weil es deine Position fordert. Ja, wenn ein Lehrer in der Klasse auf dem Level der Kind, auf der Level eines Kindes mit den Schülern spricht, verliert er seine Autorität. Und dann wird er nicht mehr unterrichten können. Das heißt, er braucht einen gewissen Hochmut, einen gewissen Stolz, dass man ihn respektiert. Und wenn du mit Gott zu tun hast, gibt es keinen Hochmut. Wenn du mit Wort machst, gibt es keinen Hochmut. Der Mensch muss Gott dienen ohne Hochmut. Und das drückt sich darin aus, dass die mit Wort, die er macht, soll er nicht machen mit Auffälligkeit. Soll er nicht so machen, dass alle es wissen müssen. Sicher soll er es nicht machen, da um Lob zu ernten von den anderen. Wir kennen das. Dass wenn ein Mensch etwas, er gibt Tzedakah für die Synagoge oder für wohltätige Zwecke, es gibt so welche Menschen, sie brauchen ein Namensschild. Alle müssen wissen, sie haben gegeben. Davon reden wir. Das nennt sich, er macht nicht die Mitzwa in Bescheidenheit. Er möchte, dass alle anderen wissen. Dann gibt es einen anderen, er möchte nicht. Er möchte nicht, dass andere wissen. Nicht er möchte nicht, weil er nicht möchte, dass alle wissen und dann noch mehr Leute zu ihm kommen, um auch Tzedakah zu kriegen. Nicht deswegen, er möchte nicht. Er möchte nicht, weil er sagt, meine Mitzvah ist zwischen mir und Gott. Andere Menschen müssen davon nichts wissen. Und dann hat er auch eine Bestätigung dafür, dass das ehrlich ist. Dass er es wirklich für Gott macht. Denn wenn ein Mensch immer sucht, dass andere wissen, dass er Mitzvot macht, vielleicht macht er es gar nicht für Gott. Vielleicht macht er es nur, damit andere über ihn gut denken, für das Lob der anderen. Und so weiter und so weiter. Wie kann er sich sicher sein, dass er das macht wirklich für Gott, für die Mitzwa? Aber wenn ein Mensch die Mitzwa macht, in Bescheidenheit, nochmal, er muss es nicht verstecken vor anderen, aber er soll nicht suchen, dass andere ihn sehen dabei. Er soll es nicht suchen. Er soll es nicht suchen. Wenn man ihn gesehen hat, hat man ihn gesehen und man weiß davon, aber er soll das nicht suchen. Das bedeutet,
gehe bescheiden in den Wegen Gottes. Es gibt aber noch einen Faktor, das muss man dazu sagen. Wenn er vorhat, andere zu motivieren, auch eine Mitzwa zu machen, dieselbe Mitzwa, dann ist es okay. Das heißt, wenn ein Mensch sagt, ich möchte eine Mitzwa machen und meine Absicht ist, andere zu motivieren, ich möchte ihnen ein Vorbild sein für diese Mitzwa, dann ist es okay. Und deshalb steht geschrieben, Yesh Mitzwa lefarsem Oseh Mitzwa. Es ist geschrieben, es gibt eine Mitzwa, diejenigen, die Mitzwot machen, publik zu machen. Warum? Damit andere davon lernen. Aber der Mensch muss abwägen, ob das wirklich sein reiner Gedanke ist oder ob das nur eine Ausrede ist, um für sein Ego und so weiter. Ja, deshalb, wir sehen auch Avraham Avinu, er hat von sich gesagt, dann auch, Herr Pfarrer, helfe, wer und was bin ich? Ich bin die Staub Erde. Und wir sagen auch im Gebet, Benafshi ke'afar lakolti, unsere Seele soll sein wie Staub allem gegenüber. Das ist der Aspekt der Bescheidenheit. Wenn du mit Gott zu tun hast, musst du bescheiden sein. Okay, praktisch, was können wir von diesem Schür nehmen, von diesen fünf Punkten? Wir sind im Monat Elul und der Mensch muss wissen, er muss mit Gott wie ein kleines Kind sein. Er glaubt an Gott, er vertraut in Gott. Skeptisch sei vielleicht mit Menschen, sondern nicht mit Gott. Der Mensch muss diesen Glauben in sich stärken, zumindest in einer Sache. Und deshalb, wenn er eine Mitzwa nicht versteht, soll er sie trotzdem machen, obwohl er sie nicht versteht. Denn er glaubt an Gott mit blinden Augen. Das ist ein kleiner Ausdruck dafür. Zweitens, der Mensch muss wissen, er hat Gott stets vor Augen. Also wenn wir bis jetzt etwas gemacht haben, uns gedacht haben, niemand sieht mich und so weiter, das nächste Mal überlegen wir uns, wir haben Gott stets vor Augen und es wird uns helfen, eine Sache weniger zu machen, die wir nicht machen sollten. Drittens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unzählige praktische Beispiele. Hilf deinem Nächsten, gib ihm Tzedakah, nimm Zeit für ihn. Avat Israel gilt auch für Frauen und Kinder oder Geschwister, auch deiner Familie. Sei netter. Viertens, erkenne Gott in all deinen Wegen. Das nächste Mal, wenn wir essen, sollen wir uns bewusst sein, warum essen wir. Und vielleicht müssen wir gar nicht so viel essen, wie wir essen. Und die Bracha davor, ob es koscher ist, weil wir machen das ja, um Gott zu dienen. Und fünftens, mit Gott bescheiden sein. Wir machen dann eben zwar, das ist super. Aber nicht alle müssen es wissen. Nicht alle müssen es auf Facebook wissen. Nicht alle müssen es in der Synagoge wissen. Bis zum nächsten Schuh nächste Woche.